Mona wartet auf die Tram. Sie zieht den Taschenspiegel und den Lippenstift aus der Handtasche. Sie hat keine Eile. Schaut sich im Spiegel an, lächelt, legt die Stirn in Fall, neigt den Kopf ein wenig zur Seite, dann zur anderen und bessert nach. Mit Eleganz bewegt sie sich die wenigen Tritte hoch. Sie nimmt die Stufen langsam, schwingt die Hüften kaum. Die Art, wie Mona in die Trambahn steigt, ist die natürlichste Sache der Welt. Und das gilt auch für die Galanterie, die Mona zuteil wird. Besonders dann, wenn sie den engen Hosenanzug trägt. So wie heute. In der Trambahn, dicht neben ihr, steht ein junger Mann in Jeans und T-Shirt, ein Student oder ein Tourist, der sich unversehens in ihrem Dekolleté verloren hat. Mona beugt sich ein wenig vor und wischt mit der freien Hand einen imaginären Fleck von ihrer Hose. Und nebenbei tut sie das und doch ganz gewissenhaft. Dann greift sie in die Handtasche. Er tastet den Lippenstift, streift nacheinander Papiertaschentücher, Kaugummis, Tablettenfeuerzeug, Haarspange, Spiegelkamm, Handy, Kajal, Kugelschreiber, noch eine Haarspange, Brillenetui. Die Augen geschlossen, widmet sich Mona den Dingen, murmelt etwas vor sich hin. Stellt sich vor, wie der Junge ihr von den Lippen, von ihrem satten roten Lippen, wenn er sich denn von ihrem Busen befreien kann, abzulesen versucht. Bricht dann aber, als ihre Fingerkuppen über den Stein der Weisen gleiten, jeden Gedanken. Schlägt Mona die Augen wieder auf, wirkt sie weder verschlafen noch orientierungslos. Denn das geschieht immer dann, wenn die Tram an der Endstation nach einer engen Kurve wieder in die Gegenrichtung losfährt. Thank you.
andere Gesichter. Neueinsteiger. Und obwohl daran nichts Außergewöhnliches ist, beglückt sie dieser Anblick jedes Mal. Und sie lächelt. Sie dreht den Lippenstift auf, horcht erneut.